Hast du ein E-Auto oder willst du dir nichts sonst kaufen? Hier bei der Fachschule Tore Stumpf zeige ich dir, wie es geht. Hier zuerst, wir brauchen eine DKV-Karte, kann man online beantragen. Super easy. Zuerst, nach dieser Tankkarte, brauchen wir das Wichtigste für diese Säule. Das ist zum Beispiel keine Schnellladesäule, deswegen dauert es hier ein bisschen länger. Das Kabel, super wichtig, ist im Kofferraum verstaut, ist dieses Gelbe. Ist quasi bei jedem Auto quasi mit dabei, wenn man ein E-Auto, glaube ich, kauft, sofern mein Wissen richtig ist. Eine Seite kommt ins Auto, eine Seite in die Ladestation. Das zeige ich euch mal ganz easy. Um das Auto zu laden jetzt, braucht ihr dieses Endstück. Das sieht so aus. Kommt in diesen Slot rein. Das sieht ungefähr auch so aus. Ihr macht dazu einfach diese Klappe easy hoch. Plug and play. Let's go. Das ist das schon mal drin. Jetzt, ihr braucht das zweite Endstück. Das kommt ins Auto. Nachdem wir es in die Ladesäule reingesteckt haben, brauchen wir dieses Endstück. Das kommt in das Auto rein. Dazu müssen wir den Tankdeckel aufmachen. Nachdem ihr quasi jetzt den Tankdeckel geöffnet habt, habt ihr hier mehrere Funktionen. Ihr habt einmal quasi den normalen Charger, der geht bis zu 11 kW. Wenn ihr einen Supercharger habt, an den Supercharging-Ladestationen, habt ihr quasi dieses Stück. Dann kann man quasi Fast Charging betreiben. Wir haben in dem Fall nur das ganz normale 11 Watt Maximalladegerät. Das kommt quasi hier rein. Drückst du, bis hier ein Licht aufblinkt. Nachdem das Ladekabel drin ist, brauchen wir die DKV-Karte oder beliebige Karte, ist eigentlich relativ. Da haben wir quasi jetzt eine grüne Leuchte. Die soll blau werden, genau wie die hier. Das ist quasi LED. Dazu halten wir einfach unser Gerät hier, in dem Fall die Karte, hier hin, bis es blau aufleuchtet. Das passiert in jedem Moment. Und zwar jetzt. Jetzt lädt es, das sieht man auch hier, mit der grünen Kontrollleuchte. Jetzt lädt das Auto mit, ich glaube, 11 kW. Das ist variabel, je nachdem, welche Ladesäule. Das war es eigentlich schon. Sehr einfach zu laden. Mit den Funktionen, die ich quasi im Video euch gezeigt habe. Probiert's aus. Mit der Fahrschule Tore Stumpf schafft ihr das auch.